Wir dürfen euch ganz herzlich willkommen heißen und euch gleich heute 11 Uhr vormittags mit einem wunderbaren Podcast erfreuen. Mein Name ist Laura Kübauch. Ich bin Teil von Tolino Media, dem besten Dienstleister für Self-Publishing. Und ich habe eine wunderbare Partnerin für diesen Podcast bei mir, nämlich die Juliana Fabula, eine wunderbare Cover-Designerin, Autorin und Twitch-Streamerin. Hallo Juliana. Hallöchen, Laura. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist und dass wir jetzt die nächste Stunde schön beim Café plaudern können über alles, was uns zum Thema Self-Publishing, Schreiben, Cover-Design und so weiter einfällt. Vorab muss ich jetzt allerdings noch ein kleines Tränchen verdrücken, weil wir sollten eigentlich zu dritt sein. Leider ist meine Kollegin, die Martina, ausgefallen. Sie schaut sich das Ganze, hört sich das Ganze von zu Hause aus an, aus München. Und wir schicken Grüße zu ihr nach Hause und freuen uns, wenn sie das nächste Mal wieder bei mir im Büro auftaucht. Genau, wir werden uns jetzt das Stündchen gemeinsam einfach vertreiben. Und wie gesagt, ZuhörerInnen können uns ganz viele Fragen im Chat stellen. Bitte befeuert uns mit allem, was euch interessiert, was ihr von uns wissen möchtet zum Thema Self-Publishing von der Juliana, was sie so macht in all ihren vielen Bereichen und Tätigkeiten. Wir werden die Fragen beobachten und gehen dann immer gerne darauf ein, wenn es gerade zum Thema passt. So, jetzt haben wir das Wichtigste geklärt. Allerdings wollen wir noch mehr über dich erfahren, Juliana. Und zwar, ich habe mir ein bisschen was zusammengesammelt und werde dich jetzt ein bisschen vorstellen. Haben wir schon gesagt, du bist Coverdesignerin, Autorin und Twitch-Streamerin. Du bist ein leidenschaftlicher Kreativ-Junkie, habe ich bei dir gelesen. Mhm. Ja. Und du bist gelernte Mediengestalterin und hast die letzten 10 Jahre als Grafikdesignerin in einer Werbeagentur gearbeitet, warst da auch Art Directorin und immer schon Autorin und Teetrinkerin und Buchliebhaberin gewesen. Das ist korrekt. Ganz genau. Und vor kurzem hast du das aber dann auch noch auf die berufliche Schiene gehoben und bist jetzt selbstständige Coverdesignerin und Autorin, wie gesagt, nach wie vor. Mhm. Und machst herrliche Cover für dich selbst und für Autorinnen im Self-Publishing, aber auch für Verlage. Und da gibt es wirklich sehr schöne Cover. Also wenn ihr euch hier noch ein bisschen Kontext verschaffen wollt, wir sind ja hier nur im Hörbereich, leider können wir euch nichts zeigen. Das blutet mir ein bisschen, also das Herz blutet mir ein bisschen, weil die Juliana macht so tolle Cover. Und wirklich im Bereich Fantasy, aber auch für Romance, also ganz schöne Sachen machst du. Aber ist ja kein Problem, dass ihr sie jetzt nicht sehen könnt. Sie streamt nämlich regelmäßigst auf Twitch. Sie hat gerade zu mir gesagt, sie hat fast keine Stimme mehr, weil sie die ganze Woche nur gestreamt hat. Und da könnt ihr zusehen und alles eben auch anschauen, was sie im Bereich Cover so macht. Möchtest du uns da gleich mal so ein bisschen zum Thema Twitch erzählen? Du hast ja auch einen Zeitplan, Stundenplan quasi. Ja, ein Streamingplan. Genau, was du alles, der Streamingplan. Wie sieht der so aus? Was machst du alles? Also normalerweise streame ich immer Montag und Donnerstag zu unterschiedlichen Zeiten. Montags um 11.30 Uhr, donnerstags ab 16.30 Uhr. Das ist immer so, dass jeder mal irgendwie schafft, vorbeizuschauen. Weil ich habe auch sehr viele andere Selbstständige mit im Stream zum Beispiel, die dann vormittags ein bisschen Coworking gebrauchen können. Das gehört nämlich unter anderem zu meinen Streampunkten, sage ich jetzt mal. Da machen wir dann uns gemeinsam motivieren und zusammenzuarbeiten mit so einer Pomodoro-Technik. Das heißt, es läuft ein Timer von circa 30 Minuten und dann arbeitet man zusammen, dann schaut man, was man so geschafft hat, quatscht ein bisschen und es geht in die nächste Runde. Und so schafft man ein bisschen was, hat eine kleine Büroatmosphäre, nenne ich es mal, weil in der Selbstständigkeit ist das, was am meisten eigentlich fehlt. Ja. Und dann hat man ein bisschen so den Austausch und den Kaffeeplausch immer so dazwischen, den man so kennt. Und ansonsten mache ich auch Live-Cover-Design oder Live-Buchsatz. Kommt immer ein bisschen drauf an, was gerade wichtig ist. Also Buchsatz mache ich nur von meinen eigenen Projekten, damit ich keine Spoiler von anderen Schreibenden natürlich gebe, die mich zum Beispiel beauftragen. Cover mache ich meist Premades oder auch meine eigenen on-stream. Einfach, damit man mal einen Einblick bekommt, was eigentlich alles hinter Cover-Design so steht. Dann gibt es außerdem noch buchige Talks bei mir. Das heißt, ich hatte euch auch schon mal, also Tolino Media zu Gast. Ich hatte auch schon
Agenten, andere Schreibende, andere GrafikdesignerInnen, alles Mögliche schon, was die Buchbranche betrifft, mit zu Gast. Und wir haben über die unterschiedlichsten Themen gesprochen. Und ja, das war so das, was wir da gemacht haben. Und was haben wir sonst noch? Ab und an spielen wir auch mal ein bisschen ein kleines Cozy Game oder so, wenn mal irgendwie der Moment passt. Und jetzt im November habe ich hauptsächlich Schreibstreams, weil wir haben den NaNoWriMo und da braucht man die Motivation, seine Wörter zu schaffen. Das heißt, ich habe jetzt diese Woche zum Beispiel jeden Tag gestreamt, also das ist ein Ausnahmezustand. Und da haben wir dann ganz viel NaNoWriMo-Motivation gehabt, ja. Sehr cool, sehr cool. Jetzt wollte ich die ganze Zeit schon einhaken, aber du warst gerade so im Flow. Aber jetzt hast du am Ende eigentlich so ein super Stichwort gesagt. Ich würde sagen, wir gehen mal auf den NaNoWriMo ein bisschen ein, weil ich eben gedacht habe, wir fangen bei dir mit dem Thema Schreiben mal an. Wie gesagt, du machst so viele Dinge, aber fangen wir beim Schreiben mal an und beim NaNoWriMo. Möchtest du mal den ZuhörerInnen kurz erklären, was denn das ist? Na klar, der NaNoWriMo ist der National Novel Writing Month im Grunde, kommt aus dem englischsprachigen bzw., wenn ich mich nicht ganz täusche, amerikanischen Raum. Und da ist es so, dass sich im Grunde ganz viele Schreibende zusammentun und an ihren Projekten regelmäßig schreiben. Und zwar versucht man während des NaNoWriMos 50.000 Wörter in einem Monat zu schreiben. Das entspricht 1667 Wörtern pro Tag. Mhm. Okay. Und ja, das ist nicht immer einfach. Ich habe auch mal meiner Community mal so eine kleine Tippliste mit an die Hand gegeben, was ich empfinde, weil ich mache das jetzt schon seit oh lange. Ja, ja. 2013 eventuell, oh glaube ich, schon lange, mit. Also ja, ja, lange. Und habe schon einige Erfahrungen sammeln dürfen in der Hinsicht. Ja, sehr cool. Ja, wir hören das auch immer wieder. Also wir als Self-Publishing-Dienstleister haben noch gar nicht erzählt, was das eigentlich ist. Oh Gott, das muss ich auch noch erzählen, was wir eigentlich so machen. Aber wir sind immer im engen Austausch mit AutorInnen und sind da immer, ich vor allem als Community-Managerin, bin da immer total interessiert, was die AutorInnen alles so treiben. Und ganz viele machen damit bei dem NaNoWriMo und dann ist es immer so die Frage, ja, also viele sind total produktiv, manche schreiben wirklich ganze Bücher fertig und sind, manche finden sich auch so ein bisschen overwhelmed und denken sich, das ist jetzt doch ein bisschen too much. Aber eben, man muss ja dann immer sich vor Augen halten, es muss nicht, es darf, oder? Ja, genau das ist der Punkt. Also einer meiner ersten Tipps war auch immer, mach dir keinen Stress, wenn du das Tagesziel mal nicht erreichst, weil das sorgt nur für unnötigen Druck oder eine Blockade. Was ich am NaNo eigentlich das Beste an sich finde, ist die gegenseitige Motivation. Mhm. So, alle Schreibenden reden davon, alle hypen es, alle freuen sich. Und dann kommt schon direkt dieser Vibe auf, dass man so richtig Bock hat, selbst an seinem Projekt zu schreiben tatsächlich. Und das ist dieser Flow und dieser Vibe, den man so mitnehmen kann, sage ich mal, von dem man auch auf jeden Fall profitiert, würde ich behaupten, um selbst Wörter zu Papier zu bringen. Aber gerade, ich würde mal behaupten, also der Großteil an Schreibenden ist macht das eher nebenberuflich und die haben noch einen Vollzeitjob oder einen Teilzeitjob und da muss man auch sehen, dass das eben nicht einfach ist, sich abends zum Beispiel nach dem Feierabend noch hinzusetzen, ich habe das auch jahrelang gemacht, und noch diese 1667 Wörter zu schreiben. Also da irgendwann ist die Kreativität empty, ne? Ja, also ich bin immer höchster Respekt und immer, ich weiß sowieso gar nicht, wie ihr alle das immer schafft und macht. Ich bin nach meinem Vollzeitjob eigentlich durch, aber viele erzählen mir dann noch, sie sind, keine Ahnung, haben Familien, schreiben, tun das und das, gärtnern, arbeiten, also wirklich. Aber es muss halt einfach aus euch raus, oder? Diese Kreativität, die Worte, sie müssen fließen, lass sie fließen. Ich habe das bei mir jetzt wieder gemerkt, durch die Selbstständigkeit hatte ich einfach unfassbar viel zu tun. Es ist ein ganz anderes Ding als nochmal im Angestelltenverhältnis, weil man viel mehr Verantwortung auch hat für sich selbst und seine Projekte und alles. Und während des Aufbaus, ich bin zwar jetzt im zweiten Jahr, aber man sagt ja auch immer, es braucht so 5 Jahre, bis man in der Selbstständigkeit dann mal so angekommen ist und auch sieht, plus minus, wie es wirtschaftlich läuft. Und
bin jetzt im zweiten Jahr, habe wieder dieses Jahr unfassbar viel dazugelernt und hatte so viel Stress, dass ich sehr wenig zum Schreiben gekommen bin. Und als ich dann endlich mal wieder jetzt gegen Herbst zum Schreiben gekommen bin, habe ich geweint. Oh, vor Glück, hoffe ich. Ja, ich habe wirklich geweint, weil ich mich so gefreut habe, wieder in meine Texte einzutauchen, Worte zu Papier zu bringen, mit meinen Charakteren wieder so die Abenteuer und Geschichten zu erleben. Ja. Und das merkt man einfach auch, dass mir das Schreiben unfassbar wichtig ist in meinem Leben und ich das sehr, sehr gerne mache und mich auch einfach freue auf all die Projekte, die ich da noch so in meiner Pipeline habe. Sehr cool, sehr cool. Ja, ich wollte noch mal so ein bisschen einen Schritt zurücktreten und quasi eben noch mal sagen, Self-Publishing haben wir jetzt noch gar nicht so besprochen. Es sind ja vielleicht ein paar Leute auch dabei, die gar nicht wissen, was Self-Publishing ist oder wie man eben, wenn wir jetzt vom NaNoWriMo reden, wie man das eben, wie das alles so abläuft und was am Ende dann mit so Projekten eben passieren kann, weil das ist nämlich dann das Ziel quasi, das Ganze zu veröffentlichen, weil hier ein Ausflug in die Welt von Tolino Media. Tolino Media ist ein Self-Publishing-Anbieter. Das heißt, wir machen es möglich, dass Menschen, die schreiben, AutorInnen, ihre Bücher veröffentlichen können ohne Verlag. Und genau das ist Self-Publishing. Also man sagt jetzt, man muss nicht im Verlag veröffentlichen, man möchte es vor allem alles selbst machen. So wie du zum Beispiel, du kannst ja alles selbst machen. Also du bist ja mit Coverdesign. Du machst auch nicht alles selbst, natürlich nicht. Genau, aber es geht im Grunde genommen mal in erster Linie darum, dass man es ohne Verlag macht. Dann schreibt man seine Texte, dann sucht man sich ein Lektorat, ein Korrektorat. Genau, so ist richtig. Und dann auch Coverdesign. Diese Dinge macht man alle vorher selbst und dann kommt man zum Self-Publishing-Anbieter. Wir sind da ehrlicherweise nicht die Einzigen. Man kann sich dann einen auf dem Markt aussuchen. Bei uns ist es so, man kann E-Book und Printbuch veröffentlichen. E-Book-Veröffentlichung ist kostenlos. Für Printbuch-Veröffentlichung nehmen wir einen kleinen Obolus von 15 Euro einmalig. Für Printbücher bekommt ihr dann die ISBN von uns. Die braucht ihr, damit euer Buch im Buchhandel auffindbar ist. Und dann liefern wir das Ganze an den Online-Shops der großen Buchhändler. Wir als Tolino Media sind direkt angeschlossen an die Tolino Allianz Buchhändler. Wir sind auch eine Tochterfirma der Tolino Allianz. Die Allianz sind Thalia Hugendubel, Weltbild und weitere. Genau, und wenn ihr bei uns aufs Knöpfchen klickt, dann ist euer Buch in wenigen Tagen in den Online-Shops von den Buchhändlern, wie zum Beispiel Thalia, verfügbar und für eure LeserInnen kaufbar. Käuflich, erhältlich oder so. Sie können es kaufen. Genau. Und das Gleiche gilt für E-Book. Da könnt ihr alles genauso machen. Da haben wir noch weitere Vertriebskanäle, auch ganz spannende. Schaut euch die Website an und da findet ihr alles Weitere. Also so im Groben funktioniert Self-Publishing. Und dann gehen wir jetzt nochmal den Schritt. Anfangen tut alles mit dem Schreiben. Ihr könnt zum Beispiel auch den NaNoWriMo, viele nehmen den NaNoWriMo doch auch als Anstoß, wirklich so ein Projekt wirklich mal vom Stapel zu lassen. Irgendwas, was schon lange im Kopf herumschwirrt, oder? Das dann in dieser Zeit rausgelassen wird. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne ganz viele, die bereiten sich extra darauf vor. Manche planen oftmals ein ganz eigenes Projekt für den NaNoWriMo. Andere wiederum arbeiten an ihren bestehenden Projekten. Also das ist auch ganz unterschiedlich, wie die da herangehen. Ich zum Beispiel habe damals mein Projekt, das war 2015, meine ich, Beast Soul tatsächlich auch im NaNoWriMo angefangen und sehr viel darin geschrieben. Habe das dann allerdings erst im April in der Rohfassung beendet, weil es hat einfach 140.000 Wörter. Das wäre ein bisschen viel gewesen, ein dreifacher NaNo in einem Monat zu machen. Also vor allem, weil ich damals noch angestellt war. Genau. Also das war dann schon auch in 6 Monaten, finde ich, ein ganz gutes Verhältnis, das zu schreiben. Und wie du schon gesagt hast, es gibt da verschiedene Stationen, die man macht. Also im Grunde mache ich es zum Beispiel dann immer so, ich schreibe das Buch, dann lasse ich es erstmal 4 Wochen liegen, dann überarbeite ich es einmal selbst. Dann geht es im Grunde an meine Testlesenden, also Beta-LeserInnen. Die schauen dann so das erste Mal drüber, sagen, ob sich das für sie überhaupt gut anhört. Und ich habe denen dann so einen kleinen Fragebogen immer an die Hand gegeben, wo ich schon mal auf so ein paar Sachen eingehe, die ich gern von ihnen wissen würde. Dann arbeite ich das Feedback ein. Dann geht es bei mir ins Lektorat.
Also nicht bei mir, sondern bei meiner Lektorin ins Lektorat. Ja. Würde ich auch empfehlen, nie das Lektorat selbst zu machen, weil man einfach nicht genügend Abstand oder den Blick auch dafür hat, das wirklich so zu sehen, sage ich jetzt mal. Ganz genau. Da habe ich dann eine ganz wundervolle Lektorin an der Hand, die macht wahnsinnig tolle Kommentare, habe schon so viel von ihr gelernt. Ich lerne auch bei jedem neuen Buch und jeder neuen Geschichte neu dazu, ist der Wahnsinn. Man lernt nie aus, kann man immer wieder sagen. Ja, absolut. Und nach dem Lektorat arbeite ich das Ganze dann ein, dann geht es eigentlich nochmal in eine zweite Lektoratsrunde sogar, wo dann das Eingearbeitete nochmal überprüft wird, ob das so passt. Dann geht es nochmal zu mir, dann geht es ins Korrektorat. Und nach dem Korrektorat geht es noch in den Buchsatz. Das ist nämlich das, was ich zum Beispiel anbiete. Das mache ich tatsächlich auch selbst. Also bei meinen Büchern, das ist das Innenlayout des Buches. Das heißt, dass das Buch auch aussieht von innen wie ein Buch und nicht wie mit Arial ausgedruckt und 50 Meter groß. Ich hab schon alles gesehen. Frage nicht nach Sonnenschein. Verstehe. Nein, der Buchsatz, das ist wirklich was ganz Wichtiges. Oft ist es ja so, LeserInnen haben fertige Bücher dann in der Hand und denken sich, voll cool, es sieht innen alles ordentlich aus. Aber das ist eben, damit es innen ordentlich aussieht, ist einiges an Arbeit vorher. Oh ja, ja, da sitzt man mehrere Stunden und Tage dran, also als Buchsetzender. Weil man schaut halt, dass, also man geht nach typografischen Richtlinien, die da vorgegeben sind. Ach, und vom Aufbau her, also ich schaue dann manchmal auch öfters beim Typolexikon zum Beispiel nach, wenn ich selbst was vergessen habe, weil es ist einfach sehr viel, was man beachten muss. Mhm. Und der Buchsatz wird oft unterschätzt, aber tatsächlich ist es so, Lesenden fällt es an sich nicht direkt auf, wenn er fehlt, aber sie merken das, was nicht stimmt, oder sie haben Störungen im Lesefluss. Ja. Und das bedeutet, also Buchsatz sollte nicht unterschätzt werden, weil ein schöner, angenehmer Lesefluss natürlich gegeben sein sollte, damit so ein 400-500-Seiten-Wälzer auch gern gelesen wird und auch zügig gelesen wird zum Beispiel. Das sollte man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dann, wenn der Buchsatz gemacht ist, dann kommt eigentlich so das Cover nur noch drumherum. Und das Cover mache ich auch selbst. Wobei ich sagen muss, Coverdesign selbst zu machen, ist gar nicht einfach. Also kann ich für Laien auch nicht empfehlen. Genau. Weil selbst ich bei meinem Buch, ich glaube, ich habe bei meinem eigenen Cover 50 Stunden Arbeitszeit reingemacht. Oh. Weil ich nie mit was zufrieden war und habe immer wieder neu angefangen und habe, also das Cover hat sich dann auch sehr lange entwickelt, bis es letztendlich veröffentlicht wurde. Und jetzt geht das natürlich schneller und für Kundenaufträge geht das auch sehr viel schneller. Da brauche ich vielleicht 1 bis 2 Arbeitstage oder so. Mhm. Ja, da lässt du sie vom Stapel aber, quasi. Genau, nein, aber ich kenne das. Also man ist ja selbst sein größter Kritiker, oder? Also. Man kann das selber immer noch, wenn man eben weiß, wie es geht, am meisten rumschrauben und dann, bis man wirklich zufrieden ist, oder? Ich habe das auch mal gesehen. Wo war denn das? Ein Stream von dir? Oder hast du es uns auch mal in einem Livestream gezeigt, wie der Werdegang deines eigenen Covers war? Du hast ja jetzt auch ganz ein neues. Ja. Genau. Aber auch dieser Werdegang von dem vorherigen Cover von deinem Buch Beast Souls, das ist ja wirklich, wie du sagtest, das war eine Reise. Ja, es war ein Entwicklungsprozess. Und jetzt habe ich mich bei der Neuauflage von Beast Soul, habe ich mich auch nochmal eben für ein Cover-Upgrade entschieden. Ich habe den Aufbau, das war auch richtig schwer, ich habe den Aufbau so gelassen, wie er war, weil ich den sehr gut fand und er kam auch gut an und er sollte ja auch schon durchaus einen Wiedererkennungswert haben. Aber ich habe ihn modernisiert das war schwer. Das war so schwer. Du hast ja auch, ich habe es bei dir gesehen in einem Instagram-Posting, aber geschrieben, du hast sie so ein bisschen Richtung neuer Tintenherz-Cover orientiert, oder? Nee, das war ein Fake. Da habe ich die Leute geprankt. So? Ja. Ich bin voll reingefallen. Da habe ich die Cover ein bisschen auf die Schippe genommen und habe auch in dem Posting geschrieben, okay, Spaß beiseite, auf dem letzten Panel seht ihr das Original, also das richtige Cover. Ach ja. Und da habe ich die Leute geprankt, weil ich gesagt habe, okay, das Schlimme war tatsächlich, erstens, dass die Leute mir das for real abgekauft haben. Ja, schau, wie ich, also... das
zweite war, dass sie dann noch gesagt haben, ja, es sieht halt besser aus als die Tintenherzkammer. Und ich so, was ist denn mit euch? Warum? Das Schlimme war für mich auch, ich wollte das halt so schlimm wie möglich gestalten, weil habe ich halt mit sehr krassen Farbkontrasten gearbeitet. Das nennt sich so Komplementärfarben und alles. Mhm. Und da muss man eigentlich mega aufpassen. Und ich habe gar nicht aufgepasst. Und ich habe auch so von der Bearbeitung her und von der Motivwahl her. Und es fiel mir so schwer. Und ich habe gesagt, schlimmer kann ich es nicht gestalten. Ich kann mich nicht überwinden, ich wollte ja es noch sagen, schlimmer aber zu machen. Man muss hierher Dings bleiben, aber nein. Aber es ist schon, ich finde es echt witzig. Also dann auch mit den Covern, wo du eben geschrieben hast, von die neue Auflage und so von Tintenherz jetzt. Ja, nein, doch, dein Cover ist wirklich, also das Echte, das Wahre. Schaut euch das Cover an von Beast Soul. Es ist wirklich sehr schön, wirklich. Viel besser. Wenn man die im Vergleich sieht, also das alte Cover zum neuen Cover, merkt man auch, es hat sich nicht so viel verändert, aber ich habe das mal in meinem Stream erläutert und habe gesagt, ich habe hier mehr Farbintensität gegeben. Ich habe das Gesicht mehr herausgearbeitet, ich habe besser mit Licht und Schatten gearbeitet. Man erkennt jetzt auch, dass er Hörner hat, weil ich gelernt habe, zum Beispiel über die letzten Jahre hinweg besser mit 3D-Elementen umzugehen. Das sind nämlich 3D-Hörner, davor habe ich sie von einer Ziege abgeschraubt. Also, ich habe mit der Typografie mehr gespielt, das heißt, ich habe eine modernere Typo genommen, ich habe das Ganze auch ein bisschen mehr Luft gegeben im Außenraum, die alte Schrift war sehr, sehr blockig auf dem unteren Part gesessen, ich habe ein bisschen filigranere Fantasy-Schrift auch genommen und ich habe Sterne genommen, die mehr leuchten und ein bisschen mehr glitzern, sage ich mal. Und letztendlich habe ich auch noch ganz unten einen kleinen Flammenrahmen gegeben, weil es in meinem Buch eben auch um die Elemente geht. Und da habe ich dann noch so blaue Flammen aufgegriffen, weil ich das auch auf dem Cover zeigen wollte. Ja. Das hat sich alles verändert. Sehr aber wenn man cool. sie im ersten Moment nebeneinander sieht, denkt man, ach ja, oben schwarzer Löwe, unten blau mit Sternen. Aber wenn man es dann mal vergleicht, sieht man es. Es ist wie so ein Wimmelbild. Ja, beziehungsweise es ist wirklich wie so ein Gemälde teilweise. Weil wenn man in die Ausstellung geht und dann sieht man da irgendwie moderne Kunst vor sich, denkt man sich, aha, Und dann kriegt man aber den Kontext auch so ein bisschen. Und dann kann man sich da voll reinfallen lassen und mitinterpretieren. Und jetzt, wo du die Dinge erwähnt hast, habe ich gedacht, wow, ja, da, hier Sterne und die Flammen. Wow. Und auch die Hörner sieht man jetzt wirklich sehr gut. Also muss ich... Ja. Es ist sehr toll. Ich mag die auch. Also, die Hörner sind so gut. weil du vorhin gesagt hast, du hast eine Fantasy-Schrift genommen. Jetzt ist es ja schon so, dass man bei Cover, wir empfehlen das auch immer, eigentlich mit dem Cover-Design schon ausdrücken soll, um welches Genre es sich handelt. Mhm. Weil es soll klar werden, wenn der Lesende das Buch in der Buchhandlung in der Hand hat, ah ja, da werde ich jetzt eher in das Genre gehen, eher in das Genre. Jetzt sagen manche vielleicht, nein, das ist einschränkend oder mein Buch hat aber von allem etwas. Ja, das sind auch Argumente. Allerdings ist es so, wenn jetzt eine lesende Person in die Buchhandlung geht und sich ein Fantasy-Buch kaufen will, und dann sieht sie dieses Cover dazu und denkt sich, ja, das ist genau das, was ich suche. Dann findet eben dein Buch seine Lesenden einfach am besten. Genau, also man gibt ja mit dem Cover, es ist ja im Grunde mehr oder weniger eine Produktgestaltung, sage ich jetzt mal, ja, ne? Also das Buch ist ja das Produkt und es gibt eine gewisse Erwartungshaltung raus, ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt. Also die Leserschaft, sage ich mal, hat eine gewisse Erwartungshaltung an verschiedene Genres. Gutes Beispiel und ganz tolles Beispiel. Wir alle kennen Fitzek. Also ich gehe mal schwer davon aus. Dass wahrscheinlich. Und der schreibt ja Thriller. So. Und seine Thriller haben bestimmte Stile. Sie sind meist sehr clean, sehr düster gehalten, große blockige Schrift, meist in den Farben irgendwie schwarz, grau, weiß, rot gehalten. So, jetzt hat der Herr Fitzek aber letztes Jahr und auch dieses Jahr keinen Thriller geschrieben, sondern etwas anderes, was bei Knauer veröffentlicht wurde. Und da wurde dann von der Schriftart her zum Beispiel sein Autorenname genauso gesetzt in so einer blockigen Schrift wie auf den Thrillern, damit es einen Wiedererkennungswert hat, weil das eine Art
Marke schon darstellt. Es war aber ein sehr fröhliches Cover mit farbenfrohen, also Farben so, es war so ein Türkis und Gelb und also richtig sonniges Gelb und Orange und so. Ja, was stand drauf? Kein Thriller. fand ich großartig gelöst, muss ich wirklich sagen. Ja. Weil man den Mann einfach mit Thriller verbindet, seinen Namen allein schon mit Thriller verbindet. Und wenn er dann, also die Cover haben zwar schon geschrien, es ist kein Thriller, aber weil er so eine geprägte Marke hat, hat sich der Verlag entschieden, anstatt, man kennt es ja, wenn da irgendwo Fantasy oder Roman oder eben Krimi oder sowas auf dem Buch unten noch draufsteht, so als dass man als Genre das direkt sieht, haben sie sich entschieden, dort kein Thriller drauf zu schreiben. Habe ich gefeiert. Habe ich echt gefeiert. Ja, drastische Schritte müssen manchmal vorgenommen werden, oder? Also, genau, was ich noch zum Thema Cover sagen wollte im Self-Publishing, wir haben nämlich auch eine Frage bekommen, die sich auf Lektorat und Korrektorat bezieht. Das ist dann unser nächster Punkt, den wir nochmal ansprechen werden. Aber machen wir nochmal kurz Cover. Bitte, wenn ihr in Self-Publishing kommt und ihr habt mal keine Ahnung von nix, habt aber ein schönes Buch geschrieben, dann ist es überhaupt kein Problem, wie wir schon gesagt haben. Man sucht sich einfach externe Hilfe von Expertinnen, die das gut können eben. Im Bereich Cover zum Beispiel, wie die Juliana oder Buchsatz. Dann machen die euch auch schon für kleines Geld, es kommt immer drauf an, dieser Satz folgt auch bei der nächsten Frage, es kommt immer drauf an, machen euch für gar nicht, also für gute Preise einfach, die fair sind, schöne Cover. Und die Cover sind eben so wichtig. Weil auch im Online-Shop sind die Cover total wichtig. Also nur weil das jetzt kleiner ist, eben, ihr habt noch eine kleinere Fläche, dann muss das noch mehr irgendwie auffallen. Und es ist nach wie vor das Erste, was die Menschen sehen, wenn sie euer Buch irgendwo zu online oder im Buchhandel zu Gesicht bekommen. Also wenn ihr selbst Erfahrung im Cover-Design habt und genaue Vorstellungen habt und auch Möglichkeiten habt, das zu machen, natürlich, könnt ihr alles selbst machen, wir verbieten euch sowieso gar nichts, aber wir empfehlen euch, dann auch mal Meinungen einzuholen oder eben das selbst oder in Auftrag zu geben, selbst in Auftrag zu geben. Wir können aber natürlich später auch nochmal mehr zum Thema Cover, aber dann stürzen wir uns auf die Frage, die wir bekommen haben, und zwar die da lautet, Lektorat und Korrektorat werden in der Regel pro Seite berechnet. Preise sind bei diesem Aufwand durchaus nachvollziehbar, aber was kostet so ein circa 300 Seiten Buch im Self-Publishing? Tja. Ja, also. Es kommt darauf an. Das ist die richtige Antwort, würde ich sagen. Es kommt wirklich immer darauf an. Es kommt ein bisschen darauf an, mit welchen Dienstleistenden man zusammenarbeitet. Da liegt die Preisspanne gerade bei Lektorat zwischen 3 und 7 Euro pro Normseite. Da muss man dann auch mal gucken, sind da bereits 2 Lektoratsdurchgänge zum Beispiel enthalten oder nur einer? Weil ein zweiter ist natürlich auch nochmal mehr Aufwand und dergleichen. Dann kommt es auch darauf an, wie lange ist die Person zum Beispiel schon in dem Bereich tätig, welches Portfolio hat sie, was kann sie aufweisen und dergleichen. Ich finde, man möchte ja auch, also man muss das auch ein bisschen so sehen, meines Erachtens, wenn man 10 Jahre in einer Firma angestellt ist, möchte man ja auch irgendwann, trotz allem, für die gleiche Arbeit, die man leistet, ein wenig mehr Geld haben eventuell. Also eine Gehaltserhöhung. Sehr schön. Und so ist es tatsächlich auch in der Selbstständigkeit. Je länger wir tätig sind, je mehr Know-how wir uns aneignen, je mehr Berufserfahrung wir haben, auch in der Selbstständigkeit, möchten wir irgendwann Gehaltserhöhung haben im Sinne von einer Preiserhöhung, die wir halt selbst vornehmen, weil wir halt selbstständig sind und unser eigener Chef. Aber so kann man das ein bisschen sehen und so gliedern sich auch unterschiedlichst die Preise tatsächlich. Und wenn man jetzt mal so ein 300-Seiten-Buch hat und man geht mal vielleicht davon aus, es ist so vielleicht das Debüt oder so und es ist aber trotz allem handwerklich gut geschrieben, pendeln sich die Preise, also aus meiner Erfahrung heraus, so bei 4, 5 Euro meistens pro Seite ein. Wenn man dann rechnet, 300 Seiten mal 5 Euro, da landet man, ich bin nicht gut in Mathe, aber ich glaube bei 1.500 Euro. Und ja, das ist erstmal
Geld, was man investiert. Ich vergleiche es aber immer dann damit. Und zwar einmal ist es so, du möchtest auch Geld damit verdienen. Das heißt, die Lesenden sollten auch eine entsprechende Qualität bekommen, weil sonst wird es sowieso damit Geld zu machen schwierig. Und außerdem vergleiche ich es immer noch damit, wenn man jetzt zum Beispiel, also Schreiben ist ja für viele auch ein Hobby. So. Und wenn man jetzt ein anderes Hobby ausüben würde, zum Beispiel Reiten, und man hat eine Reitbeteiligung und muss, ich weiß nicht, Stall, Kosten und vielleicht, was weiß ich noch, alles übernehmen. Und dann hat man auch seine vielleicht 100 € oder 120 € im Monat, die man für so eine Reitbeteiligung bezahlt und andere Sachen. Oder man geht Tennis spielen oder man hat andere Hobbys, die eventuell ein bisschen teurer sind. Wir haben dafür das Schreiben zum Beispiel. Und dann kann man auch die 100 € nehmen, monatlich weglegen, weil so ein Buch schreibt sich nicht von heute auf morgen. Und dann kann man während des Schreibprozesses schon mal anfangen, ein bisschen Geld wegzulegen und dann investiert man das einfach am Ende in sein Buch rein. Also so Genau. sehe ich das teilweise und finde das eigentlich eine ganz gute Lösung, dass man da ein bisschen was machen kann. Ganz genau. Weil es gibt ja nichts Schlechteres irgendwie, wenn, sagen wir mal, wir haben ein wunderschönes Cover, wir haben auch einen schönen Buchsatz, aber dann haben wir drinnen vielleicht den Inhalt, der vielleicht nicht lektoriert oder noch schlimmer, nicht korrigiert wurde. Und dann lesen die Menschen ein paar Seiten und denken sich, ist es der Person eben nicht wert, dass das Buch im besten Zustand rausgegeben wird und die haben auch Geld dafür bezahlt. Und wie gesagt, wenn man es sowieso weiter erfolgen möchte, dann ist es natürlich wichtig, dass man sich da wirklich dran setzt und das auch tut. Und ja, also man möchte ja dann doch, also aus mir spricht dann vielleicht auch der kleine Perfektionist, aber so, wenn man sich die Mühe macht und das Buch schreibt und es dann veröffentlicht, dann ist es doch für alle Beteiligten und auch am Ende für die Lesenden am schönsten, wenn es wirklich in der bestmöglichen Form erscheint. Und Absolut. genau, beim Lektorat und Korrektorat, es kommt drauf an, es kommt immer wieder drauf an. Auf jeden Fall, also die Faustregel ist eigentlich schon, gebt es nach außen, weil wie die Juliana vorher gesagt hat, ihr seid irgendwann so tief in diesem Text drin, ihr seht es nicht mehr. Wir kennen es alle von, auch wenn es kein Buch ist, das wir mal geschrieben haben, anderen Texten oder irgendwelchen Präsentationen oder sagen wir mal Arbeiten für die Uni. Ihr seid irgendwann so tief drin, ihr seht es einfach nicht mehr. Dann kommt noch mal eine Person von außen, die im besten Fall nicht mit euch verwandt ist oder beziehungsweise nicht in einer so engen Beziehung mit euch steht, dass sie euch nicht ehrlich die Meinung sagen kann. Das ist auch ganz wichtig. Also es kann durchaus sein, dass ihr jemanden kennt, jemanden Bekanntes, der vielleicht sehr gut in sowas ist und der vielleicht ja, das gerne machen möchte, aber müsst ihr immer darauf achten, dass euch die Person wirklich die Meinung sagen kann. Weil wenn sie sagt einfach, ja, ist eh okay oder das ist ganz toll, weil sie niemanden verletzen möchte, dann bringt euch das auch nichts. Und gerade beim Korrektorat, da ist es ja wirklich wichtig. Also es geht um Kommata, es geht um, keine Ahnung, was man halt alles so falsch machen kann. Gebt es wirklich nach außen, muss auch nicht immer was kosten, es ist immer Self-Publishing. Ihr seid selbst dafür verantwortlich. Das ist immer das, was wir quasi betonen. Wir als Distributor helfen euch in allem weiter, geben auch gerne Tipps. Aber wie gesagt, man ist dann doch am Ende, ist man selbst für sein Werk verantwortlich und bringt es nach außen. An dieser Stelle möchte ich euch aber den Self-Publishing-Markt.de empfehlen. Das ist eine Website, wo viele Dienstleistende ihre Dienste anbieten. Da könnt ihr dann auch ganz gezielt suchen, was ihr braucht, ob es jetzt ein Lektorat sein soll, ein Korrektorat oder Coverdesign. Dort findet ihr Menschen, die das eben anbieten. Da könnt ihr dann in Kontakt treten und lernt euch am besten mal kennen. Gerade beim Lektorat, da würdest du mir zustimmen, oder Juliana, dass man sich wirklich kennenlernt und sich auch so. Ist man auf derselben Wellenlänge? Kann man sich eben gewisse Dinge einfach so sagen, ohne dass der andere Da würde ich auch sich ganz nicht mehr gerne einhaken. meldet? Es gibt bei, ich würde behaupten, allen guten Dienstleistenden im Lektoratsbereich die Möglichkeit, ein Probelektorat machen zu lassen von ein paar Normseiten. Und ich würde euch sehr empfehlen, dass immer zu beanspruchen, einfach um zu sehen, jeder lektorierende
arbeitet da einfach nämlich anders und einfach zu sehen, ob diese Arbeitsweise für euch funktioniert. Ich habe nämlich auch schon Arbeitsweisen bei mir zum Beispiel gehabt, die haben für mich gar nicht funktioniert. Da wurde zwar, also ich bin ein Mensch, ich brauche immer so ein bisschen Impuls. Anstöße. Ja. Und wenn mir dann jemand schreibt, ja, das ist zu passiv, mach das aktiv, denke ich mir, aha, in meinem Gehirn verstehe ich, was du von mir möchtest. Aber ich habe mir diese Szene ausgedacht und ich fand diese Szene sehr perfekt eigentlich. Und jetzt sagst du mir, dass sie das nicht ist. Aber jetzt hast du mir keine Lösung in die Hand gegeben, wie ich sie besser machen kann. Mhm. Nur, dass es halt vom Passiven ins Aktive soll. Und da habe ich dann jetzt nochmal mit einer anderen Lektorin zusammengearbeitet und habe ihr nur diese Szenen geschickt. Das geht zum Beispiel auch, dass man, wenn man ein Lektorat hatte, und sich bei einzelnen Szenen dann einfach doch noch unsicher ist, kann man da auch nochmal jemanden separat beauftragen. Und da habe ich dann eine andere Lektorin noch gefragt und habe gesagt, du sag mal, help bei diesen Kommentaren. Mein Hirn verknotet sich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kannst du mir Denkanstöße geben? Und dann hat sie so angefangen, ja, wenn du hier anfängst, mit dem Satz das so zu beginnen und dann weiter ausformulierst. Sie hat mir keinen Text vorgeschrieben, aber sie hat mir einen Denkanstoß gegeben. Und das hat so viel verändert in meinem Arbeitsprozess. Und das machen diese Unterschiede. Und das würde ich einfach sehr empfehlen. Ja, ja. Weil eben, wie du sagst, man ist ja dann auch wirklich ganz individuell. Arbeiten und Schreiben ist nicht gleich Schreiben. Also jeder macht da so seinen eigenen Flow und vor allem dann, wie man eben abends spricht auf Kritik oder einfach, wie du sagst, wie wollen wir es nennen, Korrekturen oder auch Anmerkungen. Feedback im Grunde so. Feedback und Anmerkungen, ganz genau, ganz genau. Und da muss man wie immer im Leben schauen, ob das für einen auch so passt. Gut, jetzt haben wir diese schöne Frage bekommen. Ich hätte gern noch mehr Fragen von euch. Also stellt sie uns. Wir sind da, um euch alles zu erklären. Die Welt nicht, insofern möglich. Aber genau. Dann, genau, weil du mal sagtest, wir haben ja im Vorhinein auch versprochen über, wie war das Wording? Katastrophen war auf jeden Fall im Wording. Von Erfolgen bis Katastrophen. Also, du hast jetzt keine Katastrophe beschrieben, aber mal zum Beispiel so einen Fall. Aber du hast im Vorhinein jetzt gerade schon angekündigt, du hast mal gerade wieder so eine kleine Katastrophe. Was war so das, wo du sagst, was da jetzt gerade kleine Katastrophe passiert ist? Also das ist ein Punkt, normalerweise predige ich immer allen Self-Publishenden, die bei mir Cover-Design oder Co. halt machen lassen, dass sie sich Zeit einplanen sollen. Und zwar richtig viel Zeit. Weil da gab es mal einen tollen Spruch in meiner Community, ein Buch ist kein Wurstsalat, der wird nicht in 2 Tagen schlecht. Noch nie gehört, also, aber super. Ich liebe diesen Spruch. Der Wurstsalat. Wirklich sehr. Super zutreffend auch. Warum nicht? Ja, weil man muss halt nicht das Buch übers Knie brechen. Nur weil es an dem einen Tag geschrieben wurde, muss es nicht am nächsten Tag veröffentlicht sein. Und das Problem ist tatsächlich, man sollte sich immer echt ausreichend Zeit mit Puffern einplanen, weil immer das Leben dazwischen kam. Bei mir kam jetzt wieder das Leben dazwischen. Großartig. Ja. Ja. Und ich hatte nicht genug Puffer eingeplant tatsächlich, weil ich gedacht habe, ach, das wird schon alles gut gehen. Und habe im Grunde, ich hatte halt sehr viel zu tun jetzt in der Selbstständigkeit. Ich habe wahnsinnig über meinem Limit gearbeitet. Ich hatte so 16-Stunden Arbeitstage und habe halt sehr viele Designs gemacht, weil auch viel vor der Frankfurter Buchmesse fertig sein musste und so weiter. Also ich habe wirklich gefühlt Tag und Nacht gearbeitet. Ja. Und dadurch kam es halt, dass meine eigenen Projekte wieder ein bisschen hinten übergefallen sind. Ja, und dann wurde ich krank und bin 2 Wochen ausgefallen und jetzt stehe ich vor dem Punkt, dass Ende dieses Monats die Comic-Con in Stuttgart ist, ich dort einen Tisch habe als Ausstellerin, aber keine Bücher. Weil ich die Neuauflage eigentlich Mitte Oktober drucken lassen wollte und genau da bin ich dann krank geworden. Ach. Und konnte halt den Buchsatz nicht finalisieren und konnte auch nichts in Druck geben. Und leider ist es aktuell so, dass Druckereien gerade Papierlieferschwierigkeiten und dergleichen haben und allgemein Schwierigkeiten. Und da kann man momentan locker 4 bis 8 Wochen rechnen, bis du eigentlich deine Drucksachen bekommst. So, das ist
problematisch, weil die Comic-Con in 3,5 Wochen ist. So viel zur Katastrophe. Ah. Ich habe jetzt Gott sei Dank aber durch viel Recherche und auch Kontakte, die ich jetzt über die letzten 10 Jahre schon machen durfte, habe ich jetzt eine gute Lösung gefunden für mich. Die liefern mir die in 10 Werktagen. Mhm. Das heißt, ich bekomme meine Bücher zur Comic-Con. Ja! Sehr gut. Habe ich mich sehr gefreut. Aber das Fazit für euch, und ich habe ja auch wieder draus gelernt, obwohl ich selber immer predige, plant euch fürs Self-Publishing Zeit ein. Noch wenn ihr wenn ihr geschrieben habt und den Punkt unter die Rohfassung gesetzt habt und wisst, so in 4 Wochen fangt ihr mit der Überarbeitung an und ihr braucht für die Überarbeitung vielleicht 4 oder 6 Wochen und danach soll es in Lektorat. Guckt euch bereits am Ende des Projekts, also am Ende dieses Punktes nach einem Lektorat um, weil viele Dienstleistende sind 3 bis über 6 Monate hinaus bereits ausgebucht. Bei mir ist es so, dass mein Jahr 2023 schon zu 70% ausgebucht ist. Wahnsinn. Also ich habe wahnsinnig viele Anfragen. Ja, es ist mega. Aber ich habe wahnsinnig viele Anfragen und dann kommen halt enttäuschte Antworten so, oh, das ist aber schade. Ich habe jetzt vor 2 Monaten mein Buch beendet und wollte dich halt so als Coverdesignerin haben. Ich meine, ja, aber ich habe halt erst im Herbst jetzt wieder Zeit und so. Ne? Ja, ja. Und deswegen, also kümmert euch rechtzeitig um Dienstleistende. Es macht auch gar nichts, wenn das Buch noch im Prozess ist. Wir sind super froh, wenn ihr rechtzeitig anfragt. Mhm. Nach hinten dann nochmal was rauszuverschieben, auch gar kein Problem. Ganz wichtiges Stichwort ist hier einfach Kommunikation, also eine offene Kommunikation. Einfach sagen, hey, es kam bei mir jetzt doch was dazwischen, keine Ahnung, spontan in Umzug oder krank geworden oder auf der Arbeit so viel Stress. Es verschiebt sich nochmal um 4 Wochen, meistens gar kein Problem, einfach miteinander reden, mhm, ja, aber wirklich rechtzeitig euch um eure Stationen zu kümmern und dann einplanen, okay, für die eigene Überarbeitung 4 bis 6 Wochen. Dann geht es ins Lektorat, wenn ihr vielleicht direkt den Termin bekommt, dann dauert das Lektorat eventuell so 4 Wochen, dann müsst ihr das Lektorat einarbeiten, das wird beim ersten Lektorat gute 4 Wochen dauern mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Dann geht's zurück. Also ihr merkt schon, ne? Eigentlich ist so eine Veröffentlichung ein gutes Jahr schon fast, bis man alles wirklich Stationen mit Puffer abgearbeitet hat. Weil ihr müsst auch bedenken, gerade die selbstständigen Dienstleistenden, wenn die krank werden, wenn ich 2 Wochen ausfalle, habe ich keinen Kollegen, der meine Arbeit macht. Ja. Nee, die darf ich selber machen und auch aufholen wieder. Und wenn ihr dann einen Buchsatz bei mir habt und habt geplant, ja, in 2 Wochen zu veröffentlichen und ich falle aus zum Beispiel, ich bin jetzt in 2,5 Jahren das erste Mal ausgefallen. Also von daher, ich versuche schon mein Möglichstes, aber es kann alles passieren und das muss man einfach ein bisschen mit einplanen. Das stimmt, definitiv. Es ist leider, man sagt es immer, also man will es ja quasi nicht hören, ich will es ja selbst auch nicht hören, aber immer vorplanen einfach und sich wirklich, wie du sagst, so ein gutes Jahr einplanen, von vorn bis hinten. Und du meintest jetzt ein Lektorat suchen, wenn man den Schlusspunkt gesetzt hat. Tatsächlich hätte ich schon früher angefangen. Ja, man kann schon früher anfangen, aber da wäre so das der letzte Go-Punkt. Also jetzt, du hast einen Punkt gesetzt, du musst jetzt wirklich jetzt gucken. Jetzt wirklich, genau. Ja, weil wir haben genau nämlich auch eine Frage bekommen, ob man nämlich schon, wenn man die ersten Seiten geschrieben hat, vielleicht ein Lektorat hinzuziehen könnte, um sich sagen zu lassen, ob das so passt. Und ob man hier so weiterarbeiten kann. Ich würde jetzt an dieser Stelle vielleicht auch sagen, dass Lektorat nicht zu verwechseln ist ganz mit so Schreibcoaches. Das ist vielleicht nochmal so was anderes, oder? Dass man jetzt sagt, also also ja, es gibt Schreibcoaches. Das Thema, dazu sage ich lieber nichts. und es gibt, also bei Lektoraten, es gibt Textanalysen dort und die geben auch Feedback. Also die geben zum Beispiel auch Klappentext-Feedbacks und so weiter. Mhm. Da gibt es schon Möglichkeiten. Mhm. Also das finde ich schon gut. Was ich aber sagen würde, tatsächlich, the first draft of everything is shit. So, das ist mein Mantra. Das bedeutet, schreib erst mal. Wirklich, lass dich nicht verunsichern, weil ein Lektorat, also es hat damals auch mich, alter Verwaller, so viel Rot habe ich nicht gerechnet.
Du hast ja schon gedacht, das ist das Beste, was ich jemals gelesen oder geschrieben habe. Aber es war schon harter Tobak. Also aha, so ein Lektorat kann einen verdammt verunsichern. Dazu muss man aber auch sagen, die lektorierende Person möchte einem nichts Böses, sondern nur das Beste für das Buch. Ja. Diesen Gedankengang muss man lernen. Und es war viel. Ich glaube, da waren über 4000 Kommentare drin. Das war so wild. Aber es tat dem Buch richtig gut. Und ich habe viele Gedankengänge auch nachvollziehen können, tatsächlich. Es ist auch so, dass man gar nicht alle Kommentare annehmen muss eines Lektorats. Das ist freiwillig. Also man sollte halt nachdenken, ob das sinnvoll ist. Aber wenn man sich gegen etwas entscheidet, hat man das letzte Wort als schreibende Person im Buch. Das sollte einem immer bewusst sein. Und das ist es vielen nicht beim Anfang. Und ich würde sagen, man sollte erst mal schreiben. Man kann sich ganz viel mit dem Schreibhandwerk beschäftigen. Auf Twitch ist eine wahnsinnig große Schreibbubble entstanden. Ja. Super viele erfahrene Schreibende, die dort unterwegs sind, die Fragen auch beantworten zum Beispiel, die ihre Erfahrungen mit euch teilen. Da kann man sich auch ein bisschen Inspiration und dergleichen holen. Und ich meine, Andreas Eschbach hat das mal gesagt, aber alle 100.000 Wörter verbessert sich der eigene Schreibstil. Und das habe ich über die letzten Jahre auch einfach gemerkt. Weshalb ich ja jetzt nach 4 Jahren, also mein Buch Beast Soul ist 2018 erschienen, dann gab es ganz viel Katastrophe dazwischen und dann habe ich geblinzelt und es war 2022 tatsächlich, also 4 Jahre später und ich bin aktuell an Band 2 dran. Und damit Band 1 ein ähnliches Niveau hat, weil ich mich eben so stark in meinem Schreibstil verändert habe, habe ich mich entschieden, Band 1 als Neuauflage zu machen und habe ein stilistisches Lektorat nochmal machen lassen und bin mit meinem neuen Stil da auch nochmal reingegangen in die Überarbeitung tatsächlich. Ja. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, es ist nie Hopfen und Malz verloren, aber ich würde behaupten, am Anfang würde ich mich gar nicht so sehr verunsichern lassen. Ich würde einfach mal schreiben, weil es einem Spaß macht. Und dann würde ich schauen, was man vielleicht auch in der Zeit dann gelernt hat, schon bei der Überarbeitung selbst. Ja. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja eben auch, wie du vorhin gesagt hast, mit weiteren Berufsjahren und so weiter, also es wird einfach Erfahrung gesammelt, oder? Und man verändert sich dann auch mit der Zeit und wie gesagt, wenn es dann ein bisschen anders wird, voll cool, dass du dann nochmal zurückgegangen bist und sagst, jetzt machen wir da die stilistische Neuauflage. Mhm. Sehr genau. Es sind auch 20.000 Wörter gekickt worden. So viel habe ich dazugelernt. Das ist ja mich auch mehr trennen. Ja. Es ist ja auch immer so, am Anfang, wenn die Worte irgendwie fließen, man will alles drinnen haben, oder? Oh Gott, ja. Aber alles muss drin sein. Die kleinste Beschreibung von einem Knopf auf einer Weste bis das Blatt des Baumes, wie es runter segelt. Bei manchen Stilen gehört das dazu, bei manchen passt das auch. Tolkien gehört ja auch zum Beispiel in diese Sparte, der sehr ausschweifende Beschreibungen zum Beispiel macht und dergleichen. Genau. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte ja vorhin mal kurz erwähnt gehabt, die Endversion von Beast Soul hatte 140.000 Wörter. Jetzt hat sie 123.000 Wörter. Also ich habe, wie gesagt, knapp 20.000 Wörter gekickt. Und der Witz an der Sache: es hat sich nichts, rein gar nichts an dieser Story verändert. Ich habe tatsächlich einfach nur so, wenn man zum Beispiel Animes oder Serien eventuell kennt, so Filler-Szenen im Grunde gestrichen, die keinerlei Mehrwert oder Veränderung in dieser Story gemacht haben. Ganz genau. Und die habe ich geschmissen und das war 20.000. Ich meine, Druckkosten können wir auch nochmal, ne? Das ist auch so ein Thema. Ja. Die spare ich mir jetzt auch ein bisschen dadurch, weil es ein bisschen dünner wird. Ne? Und es ist auch weniger langatmig. Ich habe es ein bisschen knackiger formuliert und alles. Schön. Und mir fiel es so viel leichter, mich von diesen Szenen zu trennen, als damals, wo ich sie frisch geschrieben hatte und gesagt habe, aber ich habe mir so gegeben und ich fand die so schön. Ich hätte aufs Lektorat hören sollen. Die haben nämlich manche der Szenen angemerkt gehabt und ich habe sie drin gelassen. Ja, eben. Man kann aber, es ist nie alles in Stein gemeißelt. Man kann da nochmal drüber. Das ist auch schön zu wissen, oder? Dass man sich da nochmal neu auflegen kann. Absolut. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den man beachten kann. Genau. Wir haben noch eine Frage für das Ende. Wir sind schon quasi fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Leider Gottes, ihr könnt hier noch stundenlang zuhören. Man hört dir so gern zu und weiß auch so viel. Ach, ein wandelndes Lexikon. Aber eigentlich Coverdesignerin und deswegen haben wir hier die Frage für dich. Ungefähr, kannst du mal
einschätzen. Wie lange dauert es bei dir im Schnitt vom ersten Coverentwurf bis zur endgültigen Fassung? Vielleicht, also ich frage jetzt, ob für extern oder für dein Cover, weil du hattest ja gesagt, bei dir hast du nochmal ordentlich rumgeschraubt. Sagen wir mal für extern vielleicht. Fällt ja, für extern. Also für extern ist ein bisschen einfacher, weil man weniger involviert in diesen Text einfach auch ist. Und mein Problem ist auch, ich habe so, dadurch, dass ich Designerin bin, gefallen mir total viele Stile. Ich mag so dieses Cleane und gleichzeitig mag ich dieses Schnörkelige und dann mag ich dieses Altmodische und Moderne. Das ist Wahnsinn, was da, also das gibt so viele tolle Stile. Und bei extern ist es so, da bekomme ich ja teils auch Vorgaben oder richte mich dann eben auch nach gewissen Trends. Und bei mir ist der Arbeitsablauf so, man bekommt ein Formular tatsächlich von mir geschickt, in dem man so die wichtigsten Angaben macht. Zum Beispiel möchte ich auch wissen, welche Zielgruppe das Buch hat, welches Genre es ist. Es ist wichtig zu wissen, ob Thriller oder kein Thriller. Wir hatten das Thema vorhin kurz. Und genau, also welche Zielgruppe, dann frage ich, welche Atmosphäre das Buch so hat, welche Atmosphäre auch das Cover vermitteln soll, also zum Beispiel eher düster oder eben romantisch oder Fantasy-mäßig, da gibt es auch ganz viel. Dann frage ich so nach den Schlagworten, die in dem Buch vorkommen, also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, eine Taschenuhr super wichtig ist oder, keine Ahnung, ein Keks, was auch immer, dann gucke ich halt entsprechend Keks. Genau, was so aufs Cover muss. Dann lasse ich mir einen Pitch geben, damit ich schon mal so einen groben Einblick habe, weil viel lesen tue ich von den Büchern nicht. Also ich lese da keine Bücher vorab oder so. Das werde ich tatsächlich sehr oft gefragt, ob ich alle Bücher, die ich gestalte, vorab lese. Nein. Ich bekomme eine Zusammenfassung, in der ich auch gespoilert werde. Ich bitte auch immer darum, mich zu spoilern, weil ich dann besser das Feeling für das Buch einfangen kann. Und dann kommen noch so Fragen, was dem Schreibenden vielleicht persönlich mehr gefällt, weil man sieht ja selbst als schreibende Person auch ganz viele Cover, ne, in der Buchbranche. Und dann frage ich halt, ja, eher stilistisch gehalten oder mit Silhouetten gehalten oder möchtest du eine Person auf dem Cover? Fun Fact, die meisten wollen keine Person auf dem Cover. Ja, ich bin auch. Ja, ich bin auch eher ja, nicht keine so. Person. Ja, genau. Ja, meine Löwen, Cover, meine ja. Cover Hörner, ja. Genau, ich hab auch so... Also bei mir ist es so, wenn man meine Portfolio anschaut, ich habe ein paar Cover, wo Personen drauf sind, aber hauptsächlich habe ich mich auf ohne Personen spezialisiert, weil es mir auch persönlich besser gefällt und die meisten eben das auch wünschen. Und dann, wenn das alles so, wenn ich das alles so gesammelt habe in dem Formular, dann setze ich mich an den Entwurf und fange schon mal an. Und dann kommt das ein bisschen drauf an. Ich arbeite natürlich immer an mehreren Aufgaben parallel, aber so circa innerhalb von 2 Wochen kann man dann mit einem Entwurf von mir rechnen. Ja. Wenn zum Beispiel ausgemacht wurde, ich brauche das Cover bis Mitte September, dann bekommt man das so 1-2 Wochen vorher, damit man auch nochmal eine Änderungsschleife machen kann. Und dann ist das bis Mitte September auf jeden Fall finalisiert. Sehr gut, sehr gut. Aber ihr habt es wahrscheinlich auch im Vorhinein vielleicht schon so einen Zeitplan ausgemacht dann. Genau, ja. Also mir wird dann schon vorab gesagt, ich brauche das Cover bis dann und dann, weil ich dann und dann veröffentlichen möchte. Dann plane ich mir das tatsächlich ganz eigenständig ein, wann ich das dann umsetze, weil ich natürlich auch mit anderen Aufträgen gucken muss, dass das nicht zu sehr kollidiert. Und ja. Sehr schön, sehr schön. So, also ich bekomme jetzt von meiner Regie quasi schon langsam gesagt, wir sollen langsam Schluss machen, die letzten Schlucke Kaffee aus meiner Tasse trinken und ja, ich hatte tatsächlich einen Kaffee dabei. Ich auch. Julian hatte auch einen Kaffee dabei. Genau. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wir haben ja viele Themen besprochen, Schreiben, Coverdesign. Es gibt noch so viel mehr zu sehen und zu hören. Also ich möchte jetzt nochmal wirklich den Twitch-Kanal von der Julia ganz fest. Wie heißt er genau? Juliana_Fabula. Ganz genau, ganz einfach, ganz einfach. Den findet ihr definitiv. Da gibt es diverse Streams,
wo ihr entweder mit ihr gemeinsam arbeiten könnt, wo ihr sehen könnt, wie ihr Kreativprozess so ein bisschen abläuft, wo auch Talks dabei sind, Spannendes über das Autorinnenleben von ihr selbst und anderen Autorinnen. Also wie gesagt, da gibt es Content ohne Ende. Also habt ihr so richtig gut Einblick und könnt dann lauschen und dann noch weiter fragen. Und wie gesagt, an dieser Stelle ist es für uns bei den Tolino Story Days, also für mich und die Juliana jetzt im Podcast-Stream vorbei. Es geht aber gleich weiter mit dem nächsten Podcast. Da sind wir auch schon sehr gespannt drauf. Mhm. Also bleibt dran. Weitermachen dann die Julia und die Ramona. Wir freuen uns schon sehr. Und wie gesagt, vielen Dank, liebe Juliana, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Also es hat super viel Spaß gemacht. Ich fand den Talk total toll. Ich hoffe, die Menschis, die das hören, konnten etwas für sich mitnehmen oder ein bisschen was lernen oder haben ganz neue Einblicke eventuell auch bekommen. Und ja, ich fand es richtig toll. War super. Sehr schön. Noch eine kleine Side-Note. Wenn ihr mehr zum Thema Self-Publishing hören möchtet oder noch mehr AutorInnen aus dem Self-Publishing sehen möchtet, um 15 Uhr findet das Panel mit wunderbaren Fantasy-AutorInnen statt. Thorsten Walzer, Felicity Green und Katrin Ilst sind mit mir gemeinsam auf der Bühne. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zuschaut. Aber natürlich, alle anderen Programmpunkte von den Story Days sind es durchaus wert, reinzuschauen. Dies ist eine persönliche Empfehlung von mir, aber ansonsten, nein, Scherz, alles sehr coole Sachen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bleibt dran, genießt die Story Days weiterhin, aber auf Wiedersehen von uns beiden. Tschüss! Tschüss!